Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Outriders. Schön, dass ihr am Start seid. Wir haben hier in der letzten Folge den Doktor erledigt, haben August gefunden. Ein Ureinwohner Inox. Und irgendwie ist jetzt hier vorne wohl schon wieder ein bisschen Beef und wir müssen irgendwas klären. So, wo geht's denn hier lang? Hier oben rechts? Irgendwie kam die Verstärkung. Er kommt zu dir. Wir müssen hier mal ein bisschen aufräumen. So, wo sind sie denn? Ich werde die ersten Scharfschützen. Ich habe ja gar keinen Bock. Bleiben erstmal hier oben so ein bisschen in Deckung. Ich will jetzt nicht direkt runterrennen, weil wir haben hier absolut gar keine Deckung da unten. Kommt hier noch jemand? Ich sehe niemand weiter. Irgendwas Lilanes ist da hinten getroppt. Na gut, wir können uns hier an denen, dann geht's. So. Verdammt. Ah. Treffen den nicht richtig, doch jetzt. Na, ist nämlich eine scheiß Position hier. Nee, wir müssen erstmal wieder zurück. Es tut mir leid, aber wir kriegen gerade echt heftiges Damage. Ich habe gar keine Lust, hier zu sterben. Ah, wir haben die Weltstufe 8 schon fertig, aber er hat noch nicht auf die 9 umgestellt. Kann man auch in den Einstellungen irgendwo sagen, dass er immer die Maximale nehmen soll, aber ich weiß nicht, ob es dann trotzdem auch mitten im Kampf passiert. Müssen wir nur dran denken, dass wir gleich auf die 9 umstellen, sobald wir hier durch sind. Ein Fallensteller. Stell mir doch mal eine Falle, komm. Na, das musst du noch ein bisschen üben. Also mit den Lava-Geschossen sind wir echt immer noch ziemlich OP. Mal gucken, wie es dann auf Weltstufe 9 aussieht. Aber das war ja hier gerade wirklich gar kein Problem. Ey, die kommen hier lang gehangelt, die Schweine. Wir haben noch ein weiteres Magazin. Das ist echt der beste Mod, den es gibt. Komm schon. Ah, den treffen wir nicht richtig. Ach stimmt, ich habe ja hier diesen Phantomsprung. Müssen wir auch mal wieder rausnehmen. Da gibt es definitiv effizientere, genau. Ich wollte effektiv und effizient sagen. Hab ein neues Wort erfunden. Ja, effektivere Waffenmods. Ich wollte es bloß gerne mal ausprobieren. Mhm. Und was hat das ihm gebracht? Diesen Fehler mache ich nicht. Ich finde dich und hol mir den Ureinwohner zurück. Das ist ein Versprechen. Ken hält immer sein Wort. Gut. Dann muss ich dich wenigstens nicht verfolgen. Habe ich gesehen, wie er uns retten wollte. Ich glaube, der hat da irgendwas durcheinander gebracht. Na gut, er wollte alle retten, bis auf den Doktor, ne? Aber ansonsten... Mal gucken, ich weiß gar nicht, ob der Kang jetzt hier noch kommt als Boss, aber wahrscheinlich schon. Das wären ganz schön viele rote Punkte mittlerweile. Ey, er kann Karate. Ach, ist doch gut mit euren komischen Minen, Mörsern, was auch immer. Wenn das aus der Hand wirft, ist es kein Mörser, aber... Könnten eigentlich auch mal wieder umswitchen. Ja, da ist irgendwo weiter hinten. Ach, komm. Ja, Kopftreffer sind heute nicht so drin. Komisch, dass er beim Nachladen außerhalb der Deckung bleibt. Warum er da nicht automatisch runtergeht. Macht ja eigentlich Sinn. So, 2 Punkte sehen wir noch auf der Minimap. Einer rennt hier lang. Beobachten. Ach, scheiße. Kommt ja jemand. Ja. Ah,
Ah, es tut uns erstmal nicht so extrem dolle weh. Ah, so langsam wird es doch ein bisschen eklig. Ja, da frisst schon ein bisschen mehr. Was hinter uns jetzt geht. Ach, scheiße. Brauchen erstmal wieder ein bisschen Deckung. Wo kam er jetzt her? Darf ich den erstmal bitte ausschalten? Autsch, autsch, autsch. Kacke. Ich hab ihn doch mit Asche Dings. Nein, der hat die Asche nicht gemacht, weil ich irgendwie eingefrostet war. Nein, nicht sterben jetzt, nicht sterben. Nein, nein, nein. Ey, der hat uns irgendwie eingefroren oder so. Ich konnte nicht mehr wirklich groß hin und her laufen. Ach, verdammt. Es tut mir leid. Zumindest verlieren wir keine Weltstufe, weil wir nicht auf der höchsten spielen. Ich wollte wieder hier runterrennen. Ach, das war verdammt langer Kampf. 5 Minuten verschenkt. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich konnte mich echt kaum noch nach links oder rechts bewegen. Dadurch, dass auf einmal von hinten der eine Typ kam, mich so ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Ja, ich will kein Gift. Ich renne da jetzt nicht rein. Na, wo bist du? Rennt selber in die Giftwolke. Vollidiot. Was war denn hier schon wieder? Wo kommt denn hier mal alle her? So. Diesmal schaffen wir es aber. Ah, kein Scharfschütze. Geh weg. Wir rennen jetzt gleich mal ein bisschen runter. Wir spielen hier mal etwas offensiver. Ich wollte halt eigentlich diese Asche-Detonation machen mit dem Typen. Aber er hat sie beim ersten Mal drücken nicht ausgelöst. Wahrscheinlich, weil wir gerade eingefroren waren. Dann haben wir einfach zu viel Hit bekommen. Das ist halt... Ah, okay. Nee, ich nehme es zurück. Wenn ich die Taste natürlich noch gedrückt halte fürs Zielen, dann geht er nicht automatisch in die Deckung zurück. Könnte auch der Grund fürs Nachladen gerade gewesen sein, warum das so doof lief. Ah, ui. Der war aber nicht ohne. Na komm. Wir müssen ihn treffen, bevor er schießt. Sonst haben wir verloren. Kommst du halt noch raus? Hält denn der so viel aus? Habe ich den so scheiße getroffen? Kommt zumindest erstmal kein anderer. Wir warten jetzt erstmal, weil ihr habt gesehen, dass der gerade an Schaden reingeballert hat. So, jetzt haben wir ihn. Na. Ah. Wieder Scharfschütze. Ach, so weicht man aus. Habt ihr es gesehen? Ach, shit. Wir müssen erstmal ein bisschen in Deckung gehen, dass wir die hier ausschalten, bevor der Scharfschütze hier am Start ist. Einer muss noch hier links stehen. Ja. Möchte ich ungern die Waffe wechseln, weil wir noch die Lava-Geschosse drin haben. Jetzt geht's wieder. War schon das zweite, ja, war schon das zweite Magazin. Passt. Können wir wechseln. Zwei Leben noch. Wo seid ihr? So, ich glaube, das Beste wäre, wenn wir hier oben bleiben, weil da kommt er erstmal ganz entspannt hier lang gelaufen. Ach. So, und einer muss irgendwie noch da hinten rumlungern. Er traut sich nicht raus. Ich will aber nicht vorrennen, weil dann aktivieren wir den Boss. Ich glaube, wir kommen nicht drum herum, ne? Jetzt kommt er. Komm doch um die Ecke. Bringt das was? Nicht so wirklich, ne? Nee.
Absolut nicht. Ach, das ist ein Geschütz? Entschuldigung, da muss man auch erstmal kapieren. Ich dachte, das ist so ein Mörserteil. Oh Gott, das hält aber auch viel aus. Oh, shit, wir sind gleich wieder tot. Irgendwie müssen wir das ja anders bewerkstelligen. Jetzt kommt er gleich hier hoch. Wir haben keine Deckung. Wieder so ein scheiß Turm. Das gibt's doch nicht. Wow. Ja, er ist nicht ohne. Sagen wir es mal so. Bleib jetzt erstmal so ein bisschen in Deckung, obwohl es bringt alles nichts, weil der ganz komische Munition verschießt. Ach, hier drüben noch so ein Feuerturm. Scheiße. Ah, schnell in Deckung, ganz schnell in Deckung. Jetzt haben wir's. Unser Dings, unser verzerrendes Feuer reicht leider nicht so weit. Jetzt können wir es benutzen. Ah, ich hasse Bosse, die immer so extremst auf Nahkampf ankommen. Dieser scheiß Geschützturm, ne? Die anderen da hinten geben zum Glück Ruhe. Ich würde ganz gern mal hier dieses Asche-Ding benutzen. Jetzt haben wir's. Ah, es hält bei ihm absolut nicht lange. Bis gar nicht. Ah, wir kriegen nicht genügend Leben wieder. Der Lebensentzug ist geringer als der Schaden, den er macht. Das ist halt... Ah, nein. Renn, 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 renn. Jawohl. Ah, da stand noch irgend so ein explosives Zeug. Weiß nicht, ob ihm das gerade Schaden zugefügt hat. Aber wir haben ihn gleich. Jetzt nicht schwächeln. Komm, Feuer drauf. Wir kriegen zu viel Schaden. Scheiße. Wir haben ihn doch fast. Aber das ist echt nicht ohne. Zum Glück sind wir noch auf Weltstufe 8. Alter, shit. Wo kam denn jetzt der Schaden her? Fuck, 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 fuck. Nicht cool. Kurz eingeascht. Und jetzt. Na, ein Glück. Der war nicht ohne. So, jetzt haben wir hier noch zwei Gegner rumstehen. Nummer 1. Und Nummer 2. Und wir haben es geschafft. Sehr schön. Ja, leider einmal gestorben. Wir haben es zum Konvoi geschafft. Dein neuer Freund kennt sich hier gut aus. Wir sollten ihm vertrauen. Vertrauen ist langsam so ein bisschen schwierig auf dieser Welt hier. Achso, wir müssen oben raus. Haben ja gesehen, zu was Vertrauen führt. Mal gucken. Aber wir kommen hier nicht lang. Achso, hier drüben. Entschuldigung. Alles etwas verwirrend. Machen wir das Tor wieder auf, können wir dem Truck wieder zurück. Wir sind startklar. Oder sollen wir warten? Vielleicht will ja noch jemand Sahidi entführen. Haha, bin unterwegs. Okay, hier ist auch nichts mehr. Erfolgreich geschafft, dann am besten hier ganz schnell wieder weg. Weil ich denke mal, er hat ja noch mehr Anhänger. Die werden wahrscheinlich auch alle nicht so übertrieben glücklich sein. Mit dem, was gerade passiert ist. Wir dürfen wieder komplett zurücklaufen, okay. Ist ja kein Schnellreisepunkt. Anscheinend nicht. Aber er hat hier eine ganz schöne Festung aufgebaut, ne? Die waren eigentlich nur dumm, dass die uns das Tor geöffnet haben. Hätten auch einfach sagen können, nö, hätten sich alle oben hingestellt und uns angeballert. So, quatschen wir jetzt erstmal mit ihm, weil ich habe gesehen, hier vorne war noch eine Nebenmission. Sprich mit Jakob, um die Reise fortzusetzen. Nee, das möchte ich nicht. Wir machen vorher noch die Nebenmission hier. Achso, ich war übrigens doch ein bisschen verkehrt. Ich habe es jetzt endlich mal durchgeblickt mit dieser ganzen Missionsgeschichte. Hier sehen wir es jetzt nicht, da müssen wir erst mit Jakob sprechen. Wenn ich ihn jetzt anspreche, geht Videosequenz los und ich kann es wahrscheinlich nicht auswählen. Zeige ich euch später mal. Also man sieht es eigentlich doch ganz gut, was man schon gemacht hat und was nicht. Zeige ich euch spätestens nächste Folge. Du bist sicher nicht ohne Grund hier. Im Lager macht sich Panik breit.
Hier trauert keiner um Scurlock, aber ohne das Gegengift können wir uns nicht mehr lange halten. Im Labor ist ein Vorrat. Wir haben nicht viel genommen. Ich weiß, ich habe bei Dr. Scurlocks Arbeit assistiert. Das reicht nicht lange. Aber vielleicht können wir etwas riskieren, was der Doktor niemals zu tun gewagt hätte. Lange war unser Kontakt zu den Leuten jenseits des Waldes von Verrat und Tod geprägt. Für das Gegengift brauchen wir einen ständigen Nachschub an Menschenmaterial. Doch eines gibt es jenseits des Walds wirklich mehr als genug, und zwar... Tote. Du schlägst einen Tausch vor? Leichenberge von Soldaten. Wir entnehmen Rückenmarksflüssigkeit und teilen das Gegengift. Nicht alle können vergeben, was sie getan hat. Ich weiß. Aber es wäre ein Anfang, um Wiedergutmachung zu leisten. Doch ein Problem gibt es noch. Der Saft des Tukerbaums. Diese Zutat ist sehr schwer zu gewinnen. Thiago war der Einzige, der gewusst hat, wie. Aber nun ist er Teil deiner Gruppe. Ja, wir helfen ihr natürlich, oder? Ja, das klingt interessant. Würde ich schon sagen. Einmal durch den Wasserfall durch, wir brauchen den Saft des Tuka-Baums. Du hast doch den Saft eines Baums gesammelt, als Zutat für Scurlocks Gegengift. Nicht der Saft eines Baums, des Tuka-Baums tief im Wald. Wo er wächst, versammeln sich zahlreiche Kreaturen des Waldes. Fast so, als würden sie ihn beschützen. Such jenseits der Festung. Du erkennst den Tuka-Baum an seinem leuchtend blauen Saft. Dann gehen wir doch mal auf die Suche, dann machen wir das noch schnell. Und dann gucken wir mal auf das Kärtchen, ob wir hier jetzt alles erledigt haben. Na, das wird interessant. Es gibt noch eine Jagdmission. Ich soll meine Fähigkeiten nutzen. Nehmen wir natürlich auch noch an. Wir machen erstmal diese Tuka-Geschichte. Noch schnell den Flaggenpunkt einnehmen. So, links geht's wahrscheinlich zum Tuka-Baum und da oben lang dann für die Jagdmission. Und Weltstufe 9 müssen wir noch umstellen. Wir haben sicherlich auch eine Belohnung am Start. Mache ich jetzt gleich, nachdem die Videosequenz vorbei ist. Ich hoffe, hier kommen nicht direkt die ersten angerannt. Nö. So, Weltstufe 9. Wir holen eine Belohnung ab. Gucken mal, was es Schönes gab. 30 Titan. Das war's? Okay. Dachte eigentlich immer, dass da eine Waffe oder ein Rüstungsteil bei rumkommen, aber anscheinend nicht immer. Oder er hat es einfach nicht richtig angezeigt. Gut, also mit Lava geschossen, auch auf Weltstufe 9. Die kleinen Biester alle immer noch kein Problem. Auch die giftigen. Ich denke mal, da hinten kommt schon wieder so ein scheiß Insekt. Insekten, und ich denke auch mal, die Alphas werden jetzt trotzdem nochmal ein ganzes Ticken schwerer werden. Aber alles lieber als Rebellen. Alles, was schießen kann, nervt. Die kleinen Viecher hier, ich finde die mega. Die kommen angerannt, die machen nicht viel. Du musst einfach nur draufhalten. Aber wenn dann 5 Scharfschützen auf dich zielen, 3 Panzerbrecher angerannt kommen, und irgendjemand noch Geschütztürme mit Flammenwerfer auf dich wirft, dann habe ich nicht so das Gefühl, dass die Welt mich gerne mag. So. Ah, aber auch der Alpha geht tatsächlich noch ganz gut. Mit dieser Asche-Detonation ist eigentlich ziemlich geil. Gerade mit den Alphas, wenn die dann so angesprungen kommen, ich weiß nicht, aber ich denke mal, auch wenn die in der Luft sind, müsste das wirken. Kriegen wir noch raus? Dann ist das schon echt Gold wert. Wenn wir die einfach kurz stoppen und draufballern können. So. Au, wo kam er denn her? Ihr den gesehen? Ich nicht. Wollte bloß nochmal ganz schnell rumgucken, aber ich glaube, hier liegt... Ah doch, hier gibt es noch Eisen. Darf ich schnell? Kommt noch nicht angerannt, was da auf uns wartet. Ich
haben keine Lavageschosse mehr. Mist, hätte ich mal eher nachgeladen. Jetzt haben wir wieder Lavageschosse. Und einfach komplett reinsprayen. Nein. Er brennt und ist vereist. Dass sich das nicht gegenseitig aufhebt. Aber hier auf dieser Welt gelten ja eh ein bisschen andere Gesetze. Hier ist eine Truhe, aber ich glaube, wir müssen woanders lang, ne? Unsere Missionskarte. Kannst nicht aktivieren. Oder wir kommen, nee, wir kommen hier wieder rum. Okay. Ja, also hier die Navigation ging gerade nicht. Jetzt haben wir es. Hier sollen wir lang. Guck mal, da ist doch was leuchtend Blaues. Ja, ich dachte mir schon, dass ihr mich nicht einfach so ranlasst. Das Tuka-Monster. Ah, nein. Nein. Bloß weg mit dieser Scheiße. Das kennen wir von den Kriechern schon. Der sieht auch aus wie ein Kriecher. Haben sie bloß anders benannt. Oh shit. Nicht gesehen, dass er diesen Move macht. Und jetzt kommt da noch so ein scheiß Insekt da hinten. Es wird gerade ein bisschen eklig. Oh, au, 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 au. Brauchen unbedingt Leben. Schnell geht's. Wir sind wieder voll. Ah, scheiße. Ganz fix die Lavageschosse ran. Und jetzt erstmal ganz schnell das Vieh da oben erledigt. Oh, oh, ich glaube, wir sterben gleich. Nein. Nein. Renn doch, schieß, schieß, schieß. Ach, fuck. Das war jetzt echt verdammt ärgerlich. Eigentlich war es nicht so schwer, aber wir haben kaum Leben bekommen. Naja, wir müssen an der Stelle erstmal Schluss machen. Weltstufe 9 wird schon ein bisschen schwieriger, obwohl die Gegner trotzdem relativ schnell Leben verlieren. Aber irgendwie ist unglücklich gelaufen. Morgen 17 Uhr geht's weiter. Bis dahin, macht's gut.